Yo, Peace meine lieben Leute, willkommen auf meinem Kanal. Und heute geht es um das Thema 16 Sachen, für die ich kein Geld mehr ausgebe. Aber zuerst das Intro. Das erste, was ich nicht mehr mache, ist zum Beispiel in Gym zu gehen. Ich habe mein Home Gym daheim. Ich habe eine Kettlebell, zwei. Ich habe eine 6 Kilo Kettlebell und eine 8 Kilo Kettlebell. Ich habe mehrere Kurzhanteln daheim. Ich habe eine Hantelbank daheim. Ich habe zwei Matten daheim, auf denen ich trainieren kann. Ich mache viel mit dem eigenen Körpergewicht. Ja, und ich sehe es nicht ein, Geld fürs Gym auszugeben, wo ich erstmal hinfahren muss, um dort Fahrrad zu fahren. Viele Leute fahren mit dem Auto zum Gym, um dort Fahrrad zu fahren. Das ist echt krank. Das spare ich mir, indem dass ich mein Home Gym daheim habe. Wenn ich eine eigene Wohnung habe, will ich mir noch ein Half-Rack besorgen oder ein Power-Rack, dass ich auch noch ordentlich Klimmzüge machen kann. Zweitens, Müll sammeln auf der Straße. Ich gehe nicht raus und tue Joggen, Schwimmen oder Fahrrad fahren. Nein, ich tue Müll aufsammeln mit meinem Eimer, Greifarm und Handschuhe. Da ist man nämlich auch in Bewegung. Man hat Vitamin D3, also das Sonnenvitamin. Man, wenn zum Beispiel was im Boden liegt, muss man das aufheben und in den Eimer reintun. Also man hat auch hier Training. Und man ist immer in Bewegung. Viele laufen, wie gesagt, und ich mache halt Müll sammeln auf der Straße. Ich tue was für mich, ich tue was für meine Mitmenschen und ich tue was für meine Umwelt. Und es macht mir Spaß. Drittens, ÖPNV, Fahrrad und zu Fuß gehen. Also ich fahre ja gerne mit der Bahn, mit dem Zug, mit dem Bus. Das ist besser wie Kino. Und da ich das 49-Euro-Ticket habe, also das Deutschland-Ticket, kann ich überall hinfahren, wo ich nur will. Und ich fahre sehr gerne mit dem Bus, also ich setze mich einfach rein im Bus und ich fahre überall hin. Ich habe da einen Freund, der macht das auch gerne, mit dem mache ich das meistens immer zusammen, dass wir überall hinfahren. Oder ich gehe auch gerne zu Fuß. Zum Beispiel habe ich da meinen Einkaufstrolley. Der fasst 40 Liter, mit dem gehe ich ab und zu, mit dem gehe ich sehr oft einkaufen. Also Lebensmittel einkaufen. Viertens, Secondhand und Kleidertauschparty. Ich liebe es, Sachen abzugeben oder Sachen zu verkaufen, die ich nicht brauche oder herzuschenken. Ich gehe sehr gerne bei Secondhand, zwar nicht einkaufen, aber dort gebe ich sehr gerne was ab. Oder ich gehe gerne auf die Kleidertauschparty. Kleidertauschparty ist eine Party, da kannst du Sachen abgeben, die du nicht mehr willst und andere Sachen holen, die du gerne möchtest. Da kann ich auch sehr viel abgeben und ab und zu finde ich halt was Schönes für mich. Ohne Geld und ohne Schnickschnack und so ein Scheiß. Weil du brauchst nicht für alles mögliche Geld ausgeben. Es gibt manchmal schöne Sachen, die nichts kosten. Zum Beispiel am 25.04. ist eine Kleidertauschparty von Green City in München. Da bin ich auch dabei. Da habe ich schon was hergerichtet, was ich abgeben kann. Und vielleicht finde ich eine schöne Hose für mich oder ein Hemd. Letztes Mal habe ich ein Hugo Boss Hemd gefunden auf der Kleidertauschparty. Weiß mit schwarzen Strichen, also so Unterstrichen, also nicht quer, sondern schräg. Und das hat richtig toll ausgeschaut, das habe ich gleich mitgenommen. Fünftens, Rabattaktionen. Ich falle nicht mehr auf Rabattaktionen rein oder ich bin eigentlich nie auf Rabattaktionen reingefallen, weil ich kaufe nur das, was ich wirklich brauche. Es wird genau überlegt, brauche ich das wirklich oder brauche ich das nicht. Und was ich nicht brauche, wird nicht gekauft. Weil nämlich die Wirtschaft will, dass wir auf Rabattaktionen reinfallen. Und viele Leute fallen da auch darauf rein. Ach, das ist günstig, ja, dann kaufe ich es. Und dann haben sie es daheim und dann, ja,
Für was habe ich das gekauft? Ich brauche das auch gar nicht. Darum falle ich nicht auf Rabattaktionen rein und kaufe nur das, was ich wirklich brauche. Und das würde ich dir auch raten. Kauf nur das, was du wirklich brauchst. Gib nicht sinnlos Geld aus. Es ist dein Geld. Wenn du kein Geld hast, dann, also wenn ich kein Geld habe, fühle ich mich nicht frei. Geld macht frei. Sechstens, Friseur. Also ich gehe seit 2 oder 3 oder sogar 4 Jahre nicht mehr zum Friseur. Ich mach mir meine Haare selber, also schneiden, trimmen und rasieren. Ich schneide auch meinen Bart selber und trimme den auch selber und rasiere den selber. Ich brauche kein Geld mehr beim Friseur ausgeben. Und das ist mein Haarschneider, der ist von Braun, mit Aufsätzen. Und der ist recht gut, also damit rasiere ich mir auch den Bart ab zum Beispiel. Den mag ich sehr gerne. Und dann habe ich noch den von Philips On Blade, den habe ich auch noch. Und der ist wirklich für ganz feine Härchen, also auch im Gesicht und so. Oder auch unterm Arm und so. Und der hat auch Aufsätze. Also ich habe für beide Aufsätze. Und brauche ich eigentlich Rasiergel oder sowas? Nee, brauche ich nicht. Bei denen sowieso nicht. Und ich habe noch einen, das ist Bulldog. Das ist ein Rasierer aus Holz. Und da brauche ich auch kein Rasiergel, weil da reicht nämlich auch feste Seife. Das schäumt nämlich auch. Siebtens. Leute beeindrucken. Ich habe früher mal versucht, Leute zu beeindrucken, weil ich auch in der Schule gemobbt worden bin. Aber seit 2013 oder 2015 will ich keine Leute mehr beeindrucken. Mir ist es scheißegal, was Leute hinter meinem Rücken erzählen, was Leute mir ins Gesicht sagen und was Leute über mich denken. Es interessiert mich nicht mehr. Ich tue keine Leute mehr beeindrucken. Ich bin selbstverliebt, bin sehr selbstbewusst, ich bin asexuell und autosexuell. Und ich brauche keine Leute mehr beeindrucken. Und das solltest du auch nicht, Leute beeindrucken. Weil das bringt dich nicht weiter. Und das kostet dir unheimlich viel Geld. Achtens. Gebraucht kaufen. Oder aus zweiter Hand. Zum Beispiel kannst du dir auch ein Handy oder ein PC aus zweiter Hand kaufen oder gebraucht. Es muss nicht immer ein neues Gerät sein. Genauso wie Kleider, Schuhe oder sonstiges. Du kannst alles, wie gesagt, Secondhand, zweite Hand, gebraucht kaufen. Oder wenn du es nur einmal brauchst, kannst du es auch ausleihen und dann wieder zurückgeben.